Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Slime Rancher. Wir sind immer noch an derselben Stelle, wie wir das letzte Mal waren. Ich würde ganz gerne hier mal aufräumen. So, oh, 11 ist cool. So. Okay. Sehr schön. Damit haben wir alle Puddles. Ganz ordentlich eigentlich versorgt. Da tun wir noch mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Schade, den schließlich auch nicht. So, habe ich den jetzt rausgeschossen? Nee. So, da holen wir immer wieder mal ein bisschen Wasser. Ist ja auch korrekt so. So, die Hennen scharren in meinem Beet. Die Mistviecher. Da war doch noch eins. Ja, sag ich doch. Schon wieder in meinem Beet. Immer noch in meinem Beet. Je nachdem, wie man sieht. So. Okay. Was haben wir hier noch? Ocker. Wird der nochmal was hier? Ja, keine Ahnung. Das ist auch hier. Hähnchen. Okay, Karotten. Ich höre hier doch noch lauter Hähnchen. Jetzt hier vielleicht noch zu Hähnchen. Nope. Egal. So, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen Wedgies einsammeln. Es ruckelt wieder so. Ich will nochmal gucken, was an was es liegt. Bestimmt nicht an der Performance hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, die sind erstmal noch am Wachsen. Die sind schon für... Scheiße. Dafür muss ich was loswerden. So. Ihr mögt alle Veggies. Ihr mögt Hennen. So. So, schön. Mint Mangoes. Da werde ich aber nicht alle verfüttern. Na komm. So. So. Ach komm. Scheiß drauf. Alle rein da. Alle rein, alle weg. Könnt ihr ordentlich euch voll fressen an denen. Und dann hole ich mir nämlich mein Geld. Sehr schön. Kann ich? Wegen einem, oder? Ja, klar. Oh! Das war ein Riesenfehler. Scheiße. Egal. Was soll's. 40 und 45. Geht beides alles runter, sogar Gold. Da los. Tabbies gehen hoch und Atom geht hoch. Ist natürlich gerade ganz praktisch. Ich würde ganz gern, wie gesagt, ich schau mal ganz kurz hinten, ob da noch ein paar Wedgies rumflacken. Dann dürfen nämlich meine Blauen ein bisschen hungern. Ja, sehr schön. Und dann suche ich mir nochmal den Atom. Den grünen Atomflitzen. So. Ich weiß, er liebt die nicht. Aber das ist mir jetzt gerade im Moment ziemlich egal. So. Das hat noch ein bisschen. Das hat auch noch ein bisschen. Was haben wir hier? Auch noch welche. Da können wir... Ja, ganz voll werden wir nicht kriegen. Aber ganz gut gefüllt, würde ich mal schätzen. Die sind wahrscheinlich auch voll, klar. Aber da kümmere ich mich später drum. So, gehen wir hier mal den Porter. Wo sie sind? Ja, genau. Okay, dann gehen wir weiter. Und dann schauen wir, ob ich den nochmal finde, den grünen. Ich hoffe doch. Ich denke auch, dass wir ihn finden. Da müssen wir nur relativ weit durch hier. Alles, was ich Wedgie finde, nehme ich mit. Genauso wie den hier. So. Oh, mehrere. Sehr gut. Oh, nehme ich gleich Wasser mit. Sehr geil. Da habe ich wieder ein paar mehr Puddles. Freut mich. So. Dann gehen wir mal kurz hier hinter. So. Ich hole mir keine mehr, weil Atom reicht mir gerade im Moment erstmal. Boah, da hinten ist nichts mehr, glaube ich. Ja. Schauen wir nachher mal, ob hier noch was ist. So, die Agro-Viechers. Die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht.
Hier war der doch, oder? Hier durchgehe. Ja, genau. Okay, ich bin ein bisschen weiter weg wieder, lieber. Das ist besser. So. Doch, er strahlt weiter. Strahlen wird scheinbar auch immer größer, so wie er. Egal, noch halte ich es aus. Wo ist denn hier jetzt Schluss? Oh, von hier aus? Dann muss ich jetzt immer ins Red rein. Egal. Das werde ich wohl noch schaffen. Was ist denn hier jetzt los? Wo kommt denn ihr jetzt plötzlich her? Schade. Nix. Schade, schade. Hier ist leider kein Veggie mehr gerade im Moment. Das ist alles futsch. Alle Veggies sind futschis. Stonyhen. Oh! Boah, da wäre ich fast durchgefallen. Glück gehabt. Nee. Was ist denn hier unten oder noch? Eine Kiste. Mit ein paar Früchten nur. Hier ist kein Paddel, ja? Nee, schade. Egal, es sind drei Paddels, was ich wieder bekommen habe. Komm, einen nehme ich noch mit. Okay. Wo muss ich denn da lang? Glaube ich. Gehen wir jetzt einfach mal da lang. Genau, und hier hinten war, glaube ich, der Porter dann. Schauen wir mal. Ups, ups, ups. Einmal durch, einmal hoch. Okay. Sehr gut. Hier ist leider auch nichts mehr. Hä? Achso. Ja. Der Porter ist ja hier um die Ecke. Der war ja hier. Genau. So. Da sind wir wieder. Schauen wir mal. Dann geben wir euch. Genau, die liebende Stony nämlich. Dann den Puddle Slime, der kommt hinter. So, okay. Da jumpen wir einmal hinter. Genau hier hin. Ups. Und. Oh, die Gurren so süß. Oh, ich mag die Puddles. Die sind schon niedlich. Da ist wieder Wedgie. Die packen wir wieder mit ein. Die Hühnchen packe ich auch mit ein. Wir werden jetzt verfüttert hier. Komm. So. Ja, doch, da kommen noch welche. Zum Glück. So, remove. Hopp. So. Fruits. Ah. Kann ich ja gerade leider nicht mitnehmen. So. Okay. Soweit, so gut. Hat ganz gut funktioniert bis jetzt. Okay. Ah, hier haben wir auch wieder welche. So. So, wie lange hat er noch? Hat er noch welche im Petto? Ja, hat er. Hat er, hat er. Das lassen wir hängen. Das wird dann von irgendwann von alleine runterfallen. Ihr seid kurz vor Tote. So wie es aussieht. So, jetzt wird ihr wieder gefüttert. Ihr seid auch kurz vorm Tod. Ihr kriegt dann bald wieder Minz. Minty, Minty. Ich gehe aber erst hinter die Höhle. Hier wächst natürlich jetzt gerade noch nichts weiter. Egal, wir gehen nochmal zu unserem Ready, weil jetzt habe ich wieder 21 Ocker. Und 4 Karotten, das dürfte ja, wenn es gut geht, reichen. Hoffe ich. Hoffe ich. Natürlich gibt es mal wieder keine Garantie dafür. Aber ich hoffe es, dass es reicht. Wäre ganz nice. Dann hätten wir nämlich den auch. Dann haben wir aber, glaube ich, ich müsste mal nochmal nachlesen dann, aber ich glaube, dann wird es langsam ein bisschen eng. Was Aufgaben angeht, weil dann haben wir doch recht viel geschafft. In der kurzen Zeit jetzt. So. Red. So, ab. Na, jetzt. Was sage ich hier? Nix. Der Tod wartet auf uns.
Ja. Aber dieses Brummen, wenn ich an dem Red vorbeilaufe. Schon echt brutal. Da weißt schon, dass da irgendwas... Alter, Grüne. Die sind natürlich auch krass. So. Schauen wir mal, da muss ich jetzt rein. Komm, bitte. Yes. Ja klar, ganz viele kleine Reds. Die sind gefährlicher als der eine große wahrscheinlich. Noch ein Schlüssel? Aber wo? Aber wo? Wo ist denn noch eine Tür? Wisst ihr's? Wenn ihr es wisst, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Dann geht's natürlich hier auch weiter. Weil so, ich sag mal, wie gesagt, wir haben hier doch schon sehr viel jetzt geschafft. In kurzer Zeit, muss ich sagen. Also es hat jetzt nicht ewig gedauert. Geldprobleme habe ich jetzt, finde ich, auch nicht mehr. So. Daher würde es mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Vielleicht wisst ihr es. Wäre richtig cool. Jetzt muss ich ja irgendwie nur wieder zurückkommen, ne? Genau, hier lang was. So, da die nehme ich auch mit. Wieso nicht? Dann haben die hier weniger zu essen. So. Hier auch. Noch ein paar Karotten. Okay, schauen wir, ob hier wieder die Rüben gewachsen sind. Ja, sind sie, aber ich habe keinen Platz mehr. So, wieder zurück. Schauen wir mal. Pogo Fruits kriegt ihr. Gut. Oka Oka kriegt ihr. Karotten. Ja, komm. Kriegt auch ihr. Weil ihr schon so lange gehungert habt jetzt. So, dann. Alter, dieses Ruckeln. Liegt es dran, dass hier so viele Viecher sind? Kann das sein? Dass es einfach das Spiel nicht schafft, so richtig? Möglich oder nicht? Oh, auch hier 73. Ja, man kann mit noch. Schadet auch nicht. Ups. So, da noch Red. Oh ja, auf jeden Fall. Red haben wir auch. Okay, dann gebe ich das mal schnell ab, weil die blauen unten sind nämlich auch voll. Mann, oh Mann. Da gibt's einiges. So, okay. Paddel. Tabby. So, und Phosphor noch. Das ist, ja, bei 16. Das ist gerade im Moment eigentlich ganz okay. Jetzt nicht der, die Welt. Was haben wir denn hier sonst noch? Ja, der Honeyplort ist natürlich ganz gut. 21 ist natürlich noch nicht mal ansatzweise viel. Okay. Ach man, dieses Ruckeln. Ich hoffe, ich muss mich dafür entschuldigen. Es ist natürlich nicht geplant, dass es hier so ruckelt. So, wie schaut es denn hier aus? Auch nix. Also zurzeit heißt es hier hungern. Auf jeden Fall mit. So. Dann hier. Ach komm, mach ich mehr. Das schadet auch nicht. 20 ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich mach's einfach mal leer, dass es weg ist. Da liegt auch schon wieder einer rum. Ich weiß nicht, wieso hier draußen welche liegen. Stehe ich nicht. Egal. So. Ups, ups. Einmal durchgeschlüpft. Schauen wir mal, wie es mit der Minze ausschaut. Ja, ah, hier sind wieder Ockers. Das heißt, die Reds freuen sich. Aber die gehen mal nach hinten. So. Hopp, hopp, hopp. Dass sie ein bisschen mehr Boom bekommen. So. Können sie ein bisschen was essen davon. Also immer, wenn ich hier durchgehe und zu meiner fetten Farm hier komme, fängt es bei mir an zu ruckeln. Kein Plan, was da los ist. Gibt's hier jetzt inzwischen ein Upgrade wieder? Yay! MK3.
und Tank MK3. Sehr geil. Sehr schön. Da kann ich noch mehr mitnehmen. 50 jetzt. Also da kriege ich dann noch mehr Kohle im Endeffekt. Ist schon hart. Also Kohle habe ich zurzeit echt richtig viel. Habe, glaube ich, auch schon alle Felder bebaut, jetzt was ich habe. Oh ja, da gibt es wieder Erdbeeren. Da freuen sich die Phosphor-Freunde. So. Und hinten... mal schauen, das sind Früchte, also kriegen das auch mal wieder die Honigleute. Honigschleinis. Dass die auch mal wieder ordentlich Kacker machen können. Das ist natürlich auch wichtig. Gut, die sind auch dabei. Nop. Nom, nom, nom. So. Okay, dann geht's jetzt noch einmal zurück. Zu denen hier. Die kriegen jetzt ein bisschen was zu essen wieder. Dann machen die hier auch mal wieder ein bisschen Geld. So, und hier nochmal Pogos. Okay, dann sollten die auch mal ordentlich kacken. Ich würde sagen, ich tue jetzt einmal bis zum Morgen schlafen. 6.10 Uhr ist bei denen am Morgen, ey, also wirklich. Ja, schön, die Minze ist fertig. So, komm. Hopp. Sehr schön. Schaue ich doch mal, ob ich jetzt hier... Das erntet immer noch einmal. Ah, vielleicht hinten. So, die Puddles machen gerade nichts. Die Puddles sind eher so ein Zusatzgewinn, finde ich. Also sind kein Dauerrenner. Aber was soll's. Ist egal. Hauptsache, es ist ein bisschen was dabei. Achso, hoppala. Achso, kann ich auch nicht. Aber die Henne. Hen. Aber noch ein paar mehr finden schnell. Schau mal, hier ist keine drin. Hier auch nicht. Die müssen aber eigentlich noch welche sein. Ah, da hinten. So. Oh, hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Okay, das machen wir jetzt erstmal so. Ich hoffe, die haben noch Hunger. Gibt es denn jetzt was Leckeres für die? Ja, sehr schön. Sättig. Kann ja nicht genug sättigen. Okas, den dahinter. Und die Hennen. Schön hier rein. Sehr schön. Es läuft. Es läuft quasi schon von alleine. Tja. Da hinten. Auch nochmal. Wow. Es läuft. Wie gesagt. 46 noch. Okay. Das reicht. Schauen wir bei den oberen nach. Wie lange die noch halten. 29. Und 44. So, Mint Mangoes. Pop. Oh, shit. So. Gut. Halt, Oka. Gehen zum größten Teil hier rein. Habe ich entschieden. So. Oh, dieses Ruckeln. Ich muss echt schauen, an was das liegt. So. Die Beete. Gleich gucken, ob da noch was geht. Jawohl. Hier auch noch. Meine Güte. Sehr gut. Oh, hier unten auch wieder. Sehr schön. Also, es läuft. Ne? Ich habe den Schlüssel. Ich habe jetzt, soweit ich weiß, eigentlich alle gefunden, was man finden kann. Damit meine ich die großen Slimies. Ich dachte eigentlich auch alle Regionen. Ich habe zumindest keine Tür mehr gesehen, bei denen es noch was geben würde. Ich weiß zumindest von keiner mehr. Aber das heißt ja noch nichts, ne? Man weiß ja natürlich nicht alles direkt von Anfang an. Zumindest habe ich, wie gesagt, auch nur die Alpha bisher... Also, es ist immer noch Alpha, aber die Alpha-Alpha. Die absolute Early-Access-Alpha habe ich gespielt.
aber nicht Let's Played, weil ich mir gedacht habe, ich warte da noch ein bisschen. Daher weiß ich auch schon... Oh, Alter. Daher weiß ich auch schon so viel. Also viel, wenn man das als viel bezeichnen kann, auf alle Fälle. Aber wir sind ja halt tot da drin. So. Boah, sag mal. Das nehme ich jetzt alles mit raus hier. Gut, dann mache ich nochmal Geld. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich alles auf Null hier bekomme. Mal ganz kurz. Einfach mal leer machen. Schadet ja nicht. Aber wie ihr seht schon, die Fetten bringen bei Weitem nicht so viel wie die Kleinen. Also von der Masse. Oh ja, das ist voll. Komplett. Ich finde, die bringen von der Masse bei Weitem nicht so viel. So, komm. Chop, chop. Und der eine noch hier unten. Ah, nein. Oh, scheiße. So. So, und der hier noch. Gut. Oder auch. Oh, gut was. Ah, ich bin so doof. Naja. Man sollte die Augen aufmachen, gell? Okay, verticken wir mal ganz kurz alles. Ich glaube, da brechen wir die 10.000 auf alle Fälle. Bin mir ziemlich sicher. Okay, Honig ist im Moment nicht besonders viel wert. Eigentlich gar nichts. Ja gut, die Pinken. Pinken werden langsam richtig viel wert, weil ich die schon ewig nicht mehr abgegeben habe, ja? Ich denke mal, das errechnet es nach dem, was ich immer abgebe. Nächster Erfolg. Ah, fast 10.000, aber ich bin hier noch nicht leer. So, wir haben hier ein richtiges Sparschwein. So. Okay, also die Honigdinger sind ziemlich glücklich, wie es aussieht. So. Das ist natürlich auch voll hier. So. Solange die Reds hier nicht von hinten kommen und mich angiften. Ich glaube, da war noch eine hier irgendwo, ne? Ja, gut. Wie habe ich da jetzt drin? 71. Alter! Scheiße, ich komme gar nicht hinterher mit leeren. Ja, holen wir hier nochmal welche. Auch schon wieder 100. Also arm bin ich nicht mehr. Das hat sich erledigt. Geldprobleme gehören der Vergangenheit an. Und zwar endgültig. So. Ja, das lassen wir. Da ist auch noch einer. So. Ah, es ist leer. Phosphor haben wir natürlich noch einiges. Und unten gehe ich nachher auch nochmal zum Boom und zum Blauen. Die sind bestimmt auch wieder voll. Also es ist jetzt einfach mal noch, ich weiß, ich glaube, ich bin schon wieder langsam sicher in der Überlänge. Aber das mache ich jetzt in der Folge noch. Und dann werde ich hoffentlich von euch irgendwann ein Feedback bekommen oder steht irgendwo mit in den Kommentaren, wo es weitergeht. Oder es kommt bald ein Update, wo ich dann auf jeden Fall weiterspielen werde. So lang werde ich dann in der Hinsicht erstmal Pause machen. Weil es gibt natürlich auch noch andere Projekte, die anstehen. Will ich natürlich nicht auf die lange Bank schieben. Oh, 71 schon wieder. Sagt mal, hört doch mal auf mit der Scheißerei hier. Herrlich. So. Wie viel haben wir hier noch? Das gibt's nicht. Woher? Herrlich. Woher kriegt ihr das Ganze? So, scheiße. Die sind leer. Die Honig auch. Das ist doch schon mal was Gutes. So. Oh, ich glaube, bald ist der Marktpreis im Keller von allen meinen Sorten. Wird wahrscheinlich Gold und Orange, Rosa in die Luft schießen. Wie viel Geld? 15.000. Also. Ja, ich würde sagen, es reicht. Also, ich glaube, wir haben hier wirklich, wirklich viel Zeug, viel Geld. Die Spardose wird immer voller. Immer schon wieder 6,50. Das kann nicht wahr sein. So. Naja, komm eh gleich nochmal. Hier, 21 noch. Okay. Sehr gut.
Geben wir die noch schnell ab, holen das restliche Red da hinten noch und gehen dann runter in die Höhle. Ich hätte nie gedacht, dass in der Höhle was wächst, gell? Ist hier nur und bleibt auch nur ein Spielchen. Aber ein echt schönes Spiel. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ich von euch ein bisschen Feedback bekommen könnte, ob es euch auch gefällt, ob es euch genauso viel Spaß macht, wie mir auch zuzuschauen. Also, wie gesagt, vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben. Vielleicht habt ihr es ja selber gespielt. Wäre cool. Dann könnte ich auf jeden Fall bald weitermachen. Mit diesem schönen, wunderschönen Let's Play. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Alter, die jagen sich hier immer in die Luft, gell? Warum saugt es nicht mehr auf? Was ist los? Na? Bist du kaputt gegangen? Hier auch? Mein Plan scheint kaputt zu sein. Die schwimmen hier in ihrer eigenen Scheiße. Nein. Okay. Bin schon voll. Jetzt saugt's ein. Besser später als nie, gell? Hier hat's auch etwas wenigstens eingesaugt. Immer noch nicht alles. Aber immerhin ein Teil. Alter. Die schmettern immer. So. Ich glaube, meine Mistkatzen haben schon wieder Scheiße gebaut. Ich habe schon wieder irgendwas rumpeln hören im Hintergrund. Naja. Ich würde sie ja nicht lieben, wenn sie so viel Mist bauen, gell? So. Okay. Wir sind tatsächlich bald bei den 20.000. Aber ich würde sagen, nach dem Verkauf hier mache ich eben dieses Game-Päuschen. Rapsa. Okay, alles klar. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Daumen hoch würde mich auch wahnsinnig freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es einfach mit unten rein. Falls ihr ein paar Tipps, Tricks habt, was man gerne noch machen würde, was man sehen will oder sonstiges, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich... Entschuldigung. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht es gut und tschüss.